Frau Brodnik, wenn wir zu den Desinformationskampagnen kommen, vielleicht ganz zu Beginn, wie weit reicht denn die Geschichte dieser Kampagnen zurück? Naja, Sie müssen eigentlich ein paar Jahre zurückgehen, als Putin eine Neuausrichtung der russischen Staatsmedien angekündigt hat und infolgedessen Kanäle wie Sputnik neu gestartet sind oder auch RT Deutsch quasi vormals Russia Today neu aufgesetzt worden sind. Was die Russen über Jahre hinweg gemacht haben, ist sehr beharrlich so eine eigene Informationsinfrastruktur zu schaffen, wo sie im Land und im Ausland staatlich gesteuerte Kanäle haben. Zweitens ist bekannt, dass es sogenannte Trollfabriken gibt. Das heißt, da arbeiten Menschen an Postings, die eine russische Erzählung, oft auch quasi Lobhudelei für Wladimir Putin posten, die sich aber als normale Internet-User, Internet-Userinnen ausgeben. Und es soll den Eindruck geben, Putin ist populärer, als er es zum Beispiel ist. Und dann ist es auch noch so, dass wir sehen, dass in geopolitischen Krisen von russischer Seite oft Verwirrung gestiftet wird. Das heißt, da werden dann ganz viele verschiedene Theorien verbreitet, wo ein Ziel dahinter sein könnte, dass man einfach nicht mehr weiß, was real ist. Früher war Propaganda so, dass man eine Ideologie verbreitet hat, also dass man gesagt hat, diese Denkweise ist besser als die andere. Moderne Propaganda zielt auf Verunsicherung ab, dass man so viele verschiedene Geschichten einstreut, dass Leute verunsichert sind und vielleicht sagen, ich weiß gar nicht mehr, was real ist. Und genau diese Mechanismen, die spielen jetzt natürlich auch eine Rolle.